Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde Watch Dogs mit dem Tim. Und in der letzten Folge sind wir ja im Gefängnis gewesen und haben da so einem Zeugen einen kleinen Besuch abgestattet und ihn mal davon überzeugt, mal lieber nicht gegen mich auszusagen, natürlich. Und jetzt müssen wir zu Diamond Pranks. Der hat uns ja hier danach angerufen, dass wir ihn mal besuchen sollen. Also setzen wir uns schnell hier den Wegpunkt. Hier geht's weiter in der Kampagne und auf geht's hingefahren. So, ich will wieder hier meine Ansicht wählen. Mit der kann ich besser fahren, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen actionreicher, oder? So ein bisschen näher an der Straße. Da geht es hier flott voran. Wow, hier abbiegen und hier rumgedriftet. Ja, so geht's ab, hä? Achtung, so. Wir fahren hier ein bisschen Gegenverkehr. Sollten wir vielleicht nicht. Schnell mal die Spur gewechselt. Und heute ist ja voll das geile Wetter. Wir haben gerade fix Montag bei mir. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht. Wir haben hier bei mir im Zimmer, ich habe hier gerade ein Thermometer stehen, 28 Grad. Draußen sind es über 35, habe ich gesehen. Ich war jetzt am Wochenende mit Kollegen unterwegs. Wir haben gegrillt und haben so am Pool ein bisschen gechillt. War richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende. Ist ja so das erste Wochenende, wo richtig perverses geiles Wetter ist, über 30 Grad. So, und jetzt nicht so viel babbeln, gucken, dass wir hier dahin kommen. Ich glaube, wir müssen jetzt laufen. Wir laufen mal lieber. So, da runter müssen wir. Gehen wir mal runter. Und mal gucken, was der Diamond Pranks, oder Banks, wie heißt er, so uns so Schönes zu erzählen hat. Der denkt ja noch, dass da noch ein weiterer Hacker unterwegs wäre. Mal gucken. So, halt durch, Junge. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesonnen, zu gefährlich. Okay, wo sollen wir hin? Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Oh, hi. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Das ist von meiner Schwester. Auf, schnell hin. Hey, du, oh, ja. Ja. Erstmal schnell hin. Was machst du denn? Mhm. So geht das nicht. Da kann ich einfach so zu meiner Schwester gehen. Die hat jetzt bestimmt Schiss. Wir müssen die beschützen. Die hat ja letztes Mal schon so einen blöden Anrufer bekommen, den wir dann auch einen netten Besuch abgestattet haben, um es mal so zu nennen. So, unser nettes Auto steht noch hier. Und mittlerweile bin ich ja richtig gut im Fahren. Rap, und los geht's. So, können wir Wegpunkt setzen. Jawohl. Dann sehen wir besser, wie wir langfahren müssen. So, hier rechts, links, sagt er. Unser Navi, dann vertrauen wir mal auf den Navi. Ja, gerade ist auch die E3 in London. Da bin ich schon gespannt, was da so alles vorgestellt wird. Vielleicht kommt ja GTA für den PC. Er tut ihnen nichts. Wer weiß. Ich bring ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulocken. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Ich hoffe mal, auch Nintendo wird ein paar tolle Sachen vorstellen. Ja, immerhin die Wii U, die ist ja aktuell nicht so der Burner. Obwohl ich schon wirklich, nicht Fanboy, sagen wir mal Nintendo-Fan bin. Ich bin ja ein großer Zelda-Fan. Weil wir vielleicht schon mal ein paar T-Shirts von mir gesehen haben. Ja, und ich hoffe mal, dass das neue Zelda für die Wii U vorgestellt wird. Weil dann würde ich mir vielleicht sogar eine Wii U anschaffen, wenn es Zelda gibt. Haltet bitte durch, Leute. Ich komme. Ich habe schon gehört, Mario Kart 8 soll ein großer Erfolg sein. Aber jetzt genug von der E3, weiter in der Mission. Gucken, was hier abgeht. 6 Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung, Altersverschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Aiden! Nicky, wo bist du? Nicky! Denk doch nach.
Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sah ja alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Nikki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nikki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nikki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Ich würde sagen, wir haben keine große Wahl. Wir müssen uns die Festplatte besorgen. Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Okay, wir müssen schnell zu dem Bahnhof. Damien darf sich Jax nicht raus holen. Hier. Er muss sicher sein. Na los, okay. Ich kann es schaffen. Nehmen wir das Motorrad. Ich hab Bock, Motorrad zu fahren. Nick. So, hier wechseln wir mal die Ansicht. Er hat Nick. So. Jetzt werden wir Jax noch schnell retten vor Damien. Nicht, dass er den auch noch kriegt. Hier, geh auf. So. Sind wir gleich da? Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bringe Jackson so weg von den Typen. Ja, dann auf. Okay, das hat Zeit gebracht. So, die Bahn hätten wir gehackt. Haltet euch, Junge. Der Zug fährt ab. Scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los. Okay, wo geht's lang? Oh, wir müssen die ausschalten. Okay, schnell den Wagen wechseln. Weil mit dem Motorrad können wir die schlecht ausschalten. Jetzt müssen wir uns beeilen. Immerhin steckt Jackson in Gefahr. So, boah, hat's den erwischt, ey. Den hat's schon mal ganz schön verfetzt. Sucht er Verstärkung oder was? Das können wir jetzt natürlich gar nicht gebrauchen. Ach, nix da. Rammst du mich. Wow. So. Baboom. Oh, ich liebe diese Poller. So, wir machen die jetzt alle nacheinander fertig. So. Jetzt haben wir schon mal keine Autos mehr. Poller runter. Und jetzt sind sie dran. Ja, da könnt ihr ballern, wie ihr wollt. Ich fahr euch platt. Ja, ich würde sagen, die haben wir geil ausgeschaltet. Wie der eine Kerl da in die Luft geflogen ist an den Pollern. Das war ja grandios. So, jetzt haben wir noch 400 Meter zum, fast 500 Meter zum Zug. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet, wie der in die Luft geflogen ist. Ich fand das geil. Ich finde diese Deathcams, wenn man diese Gegner neutralisiert, schon geil in Watch Dogs. Das ist cool gemacht. Ist sehr amüsant. Um es mal so zu sagen. Ja, und ich nutze viel zu selten dieses Fokussystem. Bringt schon geile Vorteile. Besonders wenn man so normal kämpft. Also jetzt nicht wie mit dem Auto, so wie eben. Sondern wenn man zu Fuß mit der Waffe kämpft. Ja, und dann viel mehr Zeit hat zum Zielen. Habe ich ja im Gefängnis in der letzten Folge gut gemacht. Das geht richtig gut ab. Ups. Waffe weg. Danke. Erstmal alle verscheucht. So, jetzt erstmal hier rein. So, da sind wir den Zug erreicht. Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu.
Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Na los. Dr. Mendez hier? Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Rackine? Schatz. Was ist, Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Und ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Der kleine Mann die Stadt auf den Kopf stellt, oder ich? Okay. Los geht's. Bin ich mal gespannt. Wir werden Nicky schon finden. So. Also Jackson wird schon mal in Sicherheit. Das ist schon mal gut. Jackson haben wir gerettet. So, ist hier ein schönes Auto. Oh, guck mal. Da vorne kommt doch gerade ein schönes Auto. Das kommt extra um die Kurve gefahren, damit wir jetzt hier einsteigen. So, vielen Dank für das Auto. Oh, jetzt ruft er die Bullen. Das ist natürlich... Scheiden. Okay, er hat aufgehört. Er hat Angst bekommen und aufgehört. So, jetzt müssen wir hier links schon direkt der nächste Auftrag. Und nix wie hin damit. Immerhin sind wir noch auf der Suche nach Nicky. Wir müssen sie finden. Wow, 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 wow. Biegt ihr einfach ab? Habt ihr den Blinker gesehen? Ich habe da keinen Blinker gesehen. Hätte der mal geblinkt, wäre ich bestimmt nicht reingefahren. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Kaufen Sie einige Herstellungskomponenten. Machen wir. Was können wir denn hier so kaufen? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center... Können noch ein paar elektronische... Die Fakten sind spärlich, aber kaufen wir hier noch ein bisschen vorn. Alle Kontrollpunkte passieren. Ein bisschen instabile chemische Komponenten. Ach komm, wir kaufen alles voll. Wir haben genug. John Smith, wir haben es ja, ne? Wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Ein echtes Schnäppchen. So, wir haben Herstellungskomponenten. Wo geht's jetzt weiter lang? So, Wegpunkt setzen. Dem für unser schlaues GPS. Unser GPS wäre ich hier bestimmt manchmal aufgeschmissen. Aber es ist ein schönes Auto, oder? Oh. Da war eine Bushaltestelle. Auf geht's zum Kontrollzentrum. Ja. Nochmal Cockpit-Ansicht. Sind wir auch bis jetzt wenig gefahren. Nehmen wir mal andere Ansichten. Aber ich finde immer noch die Ansicht so direkt in der Straße, mit der fahre ich am besten. Obwohl Cockpit auch besser ist. So. Jetzt hier schön durch die Autobahn schlängeln. Wir haben ja keine Zeit. Na, aber in echt fahre ich nicht so. Oder? Ich glaube nicht, dass ich in echt so fahren würde. Schön rechts überholen, das wird gut Punkte geben.
So, es sind noch 2 Kilometer bis dahin. So, und nach der Aufnahme gucke ich mir jetzt hier gleich die Pressekonferenz von der Xbox, glaube ich, an, also von Microsoft. Das ist ja, glaube ich, die erste. Bin mal gespannt, was sie so vorstellen. Ich selber besitze ja keine Xbox-Konsole. Bin ja eh nicht so der Consolero. Wenn ich Konsole hatte, was wenn nur Nintendo. Uiuiuiui. Wenn die normalen Konsolen spielen, kriegt man ja sonst eigentlich auch einen PC. Jetzt mal ausgenommen GTA oder so. GTA 5. Das gab es halt jetzt nicht auf dem PC, weil ich ein bisschen bescheiden kann. Aber sonst kriegt man ja normal die Konsolenspiele auch auf dem PC oder. Und deswegen habe ich keine Konsole. Außer die Nintendo-Spiele, die gab es ja noch nie auf dem PC. Deswegen hatte ich, wenn nur, eine Nintendo-Konsole. Ich habe zum Beispiel auch ein Nintendo DS mit Zelda. Zocke ich sehr gerne. Also diesen 3DS. Sogar im XL in der Zelda Spezial Edition. Ja, ist ein extra geholt mit dem Zelda, war geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. So, und jetzt sind wir gleich da. Genug Scheiße gebabbelt sozusagen. So, hier, wuhu! Bisschen angeeckt. Und dann müssen wir da an das rote Gebiet. Lassen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde wieder probieren, Sneaky vorzugehen, denn ihr mögt ja Sneaky Action. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen Sneaky hier parken. So, schauen wir uns mal um, was uns da erwartet. So, wie kommen wir denn jetzt hier? Kommen wir hier irgendwo hoch? Ich gucke gerade, ob wir irgendwie über die Dächer reinkommen, nicht das Tor unbedingt. Okay, wir brauchen erstmal den Zugangscode. Okay, wir könnten dann die Lagerhalle. Machen wir mal die Lagerhallentür auf. So. Wir müssen jetzt noch ein bisschen feuchtig sein. Aber hier in der Halle ist nichts, ne? So, jetzt sind wir im Sperrgebiet, also das heißt Vorsicht. Aber man sieht jetzt schon, es sieht hier aus, es sind weniger Kameras da, das heißt, man hat nicht mehr so eine gute Übersicht. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ich könnte jetzt natürlich alles mit einem schallgedämpften Pistole hier abknallen, aber das wäre ja langweilig. Wo ist da eine Kamera? Ja, sehr schön. Ich will die Kamera hacken. Ah. Zu weit weg. Okay, Tür öffnen. Hier ist nichts passiert. Alles entspannt. So, der zieht irgendwo einen Sniper her. Wo kommt der Sniper her? Von da hinten irgendwo. Na, okay, der zieht da hin. Oh, die können in die Luft sprengen. Hühü. Achtung. Schade. Wäre schön gewesen, wenn es funktioniert hat. Das ist noch nicht vorbei. Müssen aufpassen, der kann Verstärkung rufen. Das hat der eine uns hier kurz gesehen. Ich nehme hier schon mal meine schallgedämpfte Pistole. Hier ist nichts zu sehen. Ich gehe weiter. Und mein Köder stelle ich mir mal ein paar her. Nicht müde werden, Leute. Und Splittergranaten. Noch ein paar Köder. So, die Köder habe ich ausgewählt, um jetzt hier die Leute abzulenken. So. Wir brauchen die Zugangsdaten. Können wir dann von hier die Kamera hacken? Nee. Geh du mal schön wieder zum Tor. Und lass uns hier die Ruhe. Der oben kann auch Verstärkung rufen. Oh, da oben ist eine Kamera. So. Jetzt können wir uns mal hier einen ordentlichen Überblick gewinnen. So, Kamera wechseln. So finden wir wahrscheinlich auch schneller die Zugangsdaten. So, das sind hier. Der kann Verstärkung rufen. Achso, was war das hier? Das ist ein Symbol. Das war ein stärkerer, ne? Ah, Veteran, der ist stärker. Der ist mehr erfahren. So, ist hier noch eine Kamera? Ja, wechseln wir mal. Sind aber keine Kerle mehr. Na, hier muss sich doch der Kerl mit dem Zugangscode hier rumtreiben irgendwo. Er kann sich doch nicht hier verstecken. Außer Reichweite. Seht ihr ihn?
Ich sehe nicht. Hier können wir gucken, dass wir vielleicht irgendwie in die Halle... Oh, da haben wir ihn gefunden. Zugangscode. So, und damit haben wir den Zugangscode. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch in den Serverraum kommen. Und ich sehe gerade, wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge geht es dann genau hier weiter. Gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video. Also bis zum nächsten Mal und dann hacken wir den Server. Ciao, euer Tim.